Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Servus und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei unserer Sendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute darf ich Ihnen vorstellen, einen alten Spezi von mir, wir kennen uns schon seit 35 Jahren, ja. Der Hans Stadelbauer. Geh, Hans. Jawohl, grüß dich. Servus. Und machen wir heute, jetzt werden Sie sagen, die machen Sie es ganz einfach, meidet ihr ein bisschen rum. Nein, heute machen wir die Weißwurst. Wir erzählen ein bisschen was über die Weißwurst. Ja. Und so einfach ist es auch nicht, dass die Wurst genau die richtige Temperatur hat, dass nicht aufplatzt. In diesem Sinne, Hans, legen wir los, oder? Gut, auf geht's. Also, jetzt möchte ich mal gern wissen, also, ja, was hast du denn früher überhaupt gemacht? Ja, also, bevor ich die Kind habe. Ja, da habe ich auch schon gelebt. Also, erstens einmal schon gelebt. Und ich bin jetzt über 40 Jahre schon im Beruf, im Schauspielerberuf. Ich habe damals angefangen. Chiemgauer Volkstheater, du weißt das noch, in Waging drunten, genau. Im Kurhausstüberl, auf der Bühne. Das war Anfang der 60er, 70er Jahre, da sind wir schon zusammengekommen. Da weiß ich noch eine nette Anekdote damals. Die Bühne in dem Saal war ja nicht gerade die modernste damals. Wir haben also ein Bauernbühnenbild gehabt mit Tisch und Stuhl und so weiter. Also auf alle Fälle, der Vorhang ging nicht auf. Das war nur mit Seilzug. Ja, wir haben das Herd davon sehen. Jetzt haben wir dich hinten schon in der Küche her. Gehört, wie du gekocht hast und so weiter. Also holst du den Fonsi, der kennt sich da aus. Also kurz vor der Vorstellung, Tisch vorrücken, Stuhl hinauf, Stuhl daher, Fonsi steigt auf, zwei Handgriffe, zack, wieder runter, ihr könnt anfangen, auf geht's, pfiat euch. Wobei ich technisch der Blindeste bin. Aber da habe ich halt einen guten Tag gehabt. Ah, ja? Vielen Dank. Und das stimmt, der Vorhang hat immer geklemmt. Und geklemmt hat er nie, wenn du es nicht braucht hast. Ja, genau, da ist er gegangen. Dann kommen die, also es war so, also wenn die Chiemgauer gespielt haben, da war es ja wie ein Kilogramm voll. Ja, jetzt 500, 600. Musst du in deiner Kochjacke rauf und dann meinen die, das gehört zum Stickel dazu. Ja, ja, ja. Dabei habe ich noch einen Vorhang gemacht. Einmal hast du vor dem Vorhang richten müssen, einmal hinter dem Vorhang. Ja, ja, genau. Auf alle Fälle war das immer eine Aktion. Eigentlich wollte ich unbedingt einmal gerne mitspielen bei euch. Aber so weit habe ich es nicht gebracht, weil ich war nicht so textsicher. Nein, das Bühnenbild war nicht danach. Wir haben nie eine Küche gehabt. Das waren immer so Bauernstuben. Das war reingegangen mit einer Brezen oder mit einer Brotzeit. Ja. Aber trotzdem, Hans, jetzt einmal, wie wir sind dann weitergegangen? Also das weiß ich noch. Ja. Und dann? Ja, kurz drauf, ich bin natürlich damals schon mit den etablierten Volksschauspielern zusammengekommen, Bayerhammer, Strassner, Schmidt-Wilde und so weiter. Und Maxl Graf. Und die haben natürlich gleich mein Talent erkannt, sage ich jetzt einmal ganz frecherweise. Naja, es gibt ja den Satz vom Schauspiellehrer, der hat gesagt, also und fühlst du es nicht, du wirst es nie erjagen, wenn es nicht aus der Seele quillt. Also bei mir ist aus der Seele gequollen und somit hat die Karriere ihren Anfang genommen. Das Fernsehen kam dann gleich drauf und da gab es die Serien dann Die Hausmeisterin, Forsthaus Falkenau im ZDF oder auch, soll ich mir gleich gar nicht mehr ein, so viele Serien waren. Du hast ja überall, ich weiß nicht, hast du überall mitgespielt? Überall. Also jetzt fangen wir mal an, wo ich nicht mitgespielt habe. Das ist vielleicht einfacher. Ja genau, beim James Bond. Genau. Da haben sie noch nicht engagiert, da haben sie dein Talent noch nicht erkannt. Nein, leider. Figürlich habe ich es nicht ganz geschafft. Genau. Figürlich. Aber sonst war ich recht zufrieden mit meiner Laufbahn bis jetzt. Und ich war auch zum Schluss jetzt noch 5 Jahre der Pfarrer von daheim ist daheim. Und dann haben sie mich da auch ein bisschen entfernt, weil was weiß ich aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich wollten sie alles verjügen. Ein Pfarrer geht auch mal in Pension. Ja. Das haben wir beim Papst ja gesehen. Ja. Auch der ist in Pension. Ja. Also der darf mal Pfarrer in Pension gehen. Ja. Aber, genau. Aber du hast doch immer einen lustigen gespielt. Du hast auch so ein Talent, das ist so ein bisschen, dich in eine Rolle zu verpacken, wo man jetzt sagt, naja gut, der spinnt doch ein bisschen. Nein. Aber witzig hast du das gemacht. Ja. Das muss man können. So, ich kann das nicht so wie du, der sich dann so reinlebt in der Rolle. Nein, so kann ich es nicht. Doch. Nein, also das ist ein Ausnahmetalent. Das Fach nennt man ja Charakterkomiker. Also bin ich kein Klaus Kinski oder sowas, sondern ein Charakterkomiker, der von der Seele aus alles ein bisschen leichter sieht und humorvoller angeht. Ja, aber du hast das gut gemacht. Also damals habe ich den Einerdinger erkannt. Jesus, ja. Gell? Ein Lehrmeister von mir übrigens auch. Und der, muss man sagen, auch der hat so eine Art gehabt. Ja. Ja? Aber du hast auch diese Mimik, du haust es aus dem Bauch raus. Also wenn man mit dir jetzt redet, ein bisschen an Schmarrn Zeit, da steigst du sofort ein und bist da drinnen und kannst das sofort nochmal. Dann weiß man nicht, ist das jetzt ein Text oder gehört das jetzt dazu oder hat er das gerade erfunden? Das muss man können. So ist es.
da das will kannst du nicht auch ein Kompliment machen, wirklich, das kannst du auch. Ja, so ein bisschen. Ja, aber schau, ja. Sonst aber nur, wenn ich neben dir stehe, sagen wir mal so. Nein, du beschämst mich. Ja, beschämst mich. Naja, es gab viele Lehrmeister, der Gustl Bayer hat mir zum Beispiel hat mir viel gezeigt, da habe ich gesagt, Bulli, am Theater, da musst du da hinstellen und schau uns zu und hör uns zu. Da lernst du mehr für jeder Schauspielschule. Hast du mit dem Sedlmeier gesprochen? Ja, und wir. Ja. Polizeiinspektion 1. Mhm. Und dann war ich da bloß ein Polizist neben dem Elmar Weber zusammen. Mhm. Und da haben wir sehr viele Sachen gemacht. Ja, der Sedlmeier. Weißt du, was der Sedlmeier einmal gesagt hat zu uns Jungen? Er sagt, jetzt wird es immer alles, dass es berühmt wird. Und wenn euch dann jeder kennt, dann setzt der Sonnenbrille auf, damit euch wieder keiner kennt. So ist es. So ist es. So ist es. Aber zuerst ist man wirklich froh und dann bist du sauer, weil wenn dich keiner kennt. Dann denkst du, ja gut, jetzt war ich doch heute im Fernsehen. Ja. Und das ist in meiner Branche auch so. Manche Köche meinen, wenn sie einmal im Fernsehen sind, dann sind sie weltbekannt. Ja. Aber dieser Weg geht halt stufenweise, Step für Step und ist halt alles nicht so, so einfach, sondern man muss halt da richtig aufs Gas drauf gehen und schauen, dass man das auch dauerhaft hält. Du musst dir vorstellen, du spielst jetzt 40 Jahre. Ja. Und da gibt es so, die würden gern spielen, aber die kriegen keine Rolle mehr. Das ist ja wahnsinnig schwer. Ja, sehr richtig. Also, oder? Das Alter, schau, ich habe im Forsthaus Falkenau einen Waldarbeiter oder den Waldarbeiter gespielt. Franz Breitkreuz heißt die Rolle. Und der war 20 Jahre gleich alt. Also 86 haben wir angefangen oder 89. Da habe ich auch so ausgeschaut und 2011 haben wir aufgehört. Und ich war immer derselbe. Ich bin nicht gealtert in der Rolle. Warum? Sehr schön. Weil ich immer. Entweder war es die Maske, aber man muss selber auch was. Weißt du, ich habe über einen Hut aufgehabt. Sag mal, nein. Weißt du? Nein, aber sag mal, welche Rolle hast du jetzt am liebsten gespielt? Das kann man. Jede. Und na, ja, aber es gibt doch so Rollen, wo man sagt, ja. Hast, ja. Das war's jetzt. Das war's, mein Gott. Hast du lieber Theater gespielt oder ist lieber, wenn du im Fernsehen oder Film gemacht hast? Beim Theater ist es so, dass man mehr sein Talent aus. Na, an den Tag legen kann, im Theater, da spielt man 2 Stunden durch, da spielt man sie nicht. Und beim Fernsehen war es ja so, da kommt die finanzielle Situation ein bisschen ins Spiel. Also man verdient einfach mehr. Ja, aber ich sehe das so, dass das Theater für mich schwieriger wäre, weil du musst ja im Text wahnsinnig sicher, wenn du einen Hänger hast, hebt der andere auf, aber du musst ja 2 Stunden schon pausenlos ineinander flechten. Das machst du aber im Fernsehen nicht so. Du sagst einen Satz, das halt der Kamera umstellen und sagst den gleichen Satz nochmal, dann drehst du dich um und dann machst du den Satz nicht mehr. Ja, dann macht man es halt nochmal. Klappe nochmal. Und beim Theater probt man ja 3-4 Wochen vorher. Und also da weiß ja jeden Schnauferer. Nach 4 Wochen weiß ich jeden Schnauferer. Wenn du textsicher bist, ja. Ja. Ja, das, der Rest ist Risiko. Ja, aber es gibt zum Beispiel Schauspieler, die können sich gar nichts merken. Die haben lauter Neger, also die haben so Doffin bedeutet, wo man sagt, oh, die fix, was hat er jetzt gesagt? Und dann hast du es falsch hier noch gelesen, dann warst du zu weit hinten, hast du es nicht gesehen. Und ganz berühmte Hollywood-Stars haben das gehabt. Viele. Liz Taylor, meine Freundin, die hat nur mit Neger gearbeitet. Also nicht mit farbige, sondern mit so Texttafeln. Ja. So, also Hans, das haben wir jetzt gut gemacht. Sind jetzt die schon drin, die Würste? Ich weiß zwar jetzt noch nicht. Alles von dir, aber so ein bisschen was weiß ich. Ja, weil wir könnten ja da eine Serie draus machen aus meinem Leben. Eigentlich ja. 16-teilige, oder? Wir fangen mal mit einer an, schauen uns die Einschaltquote an und dann gehen wir wieder weiter. Also wir haben jetzt da die Weißwurst. Ah. Aber bevor wir jetzt mit der Weißwurst anfangen, machen wir eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Hans, die Weißwurst habe ich schon mal ins Wasser reingegeben. Ja. Ins warme Wasser. Ja. Gell? Aha. Hast du noch zur Weißwurst? Möchtest du noch ein Loblied singen? Ja, natürlich. Aber warum wir heute Weißwurst haben, ist, der Grund ist der, ich habe ein Engagement in der Komödie im Bayerischen Hof. Das Stück heißt Wer hat Angst vor dem weißen Mann? Also ein Metzger natürlich. Und da geht es auch unter anderem um Weißwurst und wie man es macht und das Rezept und so weiter. Ich habe einen Metzger gesehen, der ist ein Farbiger, also ein Afrikaner, und dem lerne ich jetzt Weißwurst machen. Du bist der Chefmetzger? Ich bin der Metzgermeister, der das Ganze da praktisch. Und das kommt jetzt, oder was? Nein, das wurde leider aufgrund von Corona abgesagt. Ja. Wir haben also 60 Vorstellungen gehabt und ich hoffe, dass das Theater dieses Stück mit dem Titel Wer hat Angst vor dem weißen Mann vielleicht in der nächsten Spielzeit unterbringt. Es ist sehr erfolgreich und ich wünsche und ich hoffe, dass unserem Publikum das gefällt. Gut. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Ja. Also, jetzt ganz kurz. Wo kommt die Weißwurst her? Wie ist sie entstanden? Also am 22. Februar 1857
war in der ewigen Lampe oder im ewigen Licht, glaube ich, das ewiges Licht. So ein so Wirtshaus. So Borzen oder was das war. Was auch immer. Marienplatz. Ganz genau. Und da sind die Mosersepp die Würst ausgegangen. Und normalerweise hat er das Brät ja in einen Schafsdarm gefüllt, der jetzt nicht so groß ist, dass er ein bisschen dünner ist. Jetzt hat er keinen Schafsdarm mehr gehabt, jetzt ist er halbwegs wahnsinnig geworden. Dann hat er in seiner Verzweiflung hat er es in einen Schweinedarm rein. Und die sind ein bisschen dicker gewesen und pressiert haben, weil die haben schon geschrieben, aber sie ist jetzt mit die Würst, Herrgott, nochmal all die Schlaftabletten. Und dann hat er es ins Wasser rein und hat die eigentlich gebrüht. Ja, und aber dann hat es eine weiße Wurst gegeben. Und weiße Wurst, aus der weißen Wurst ist dann die weltberühmte, muss ich sagen, Weißwurst entstanden. Ja, warum hat das denn ins Wasser? Ich meine, war das nicht als Bratwurst gedacht, oder? Ja, das hätte, ja, aber das hat er sich nicht traut, weil die hat er halt dann gebrüht. Also, weil der Darm so dick war. Ich kann ihn nicht mehr fragen. Aber, aber normalerweise so Würstel, dann die bratzt halt ab. Ja. Genau, genau. Und das ist schon gut, wenn du so ein rohes Brät drin hast und dann bratzt es so alle mal nicht ab. Einfach ein bisschen saftiger, wenn das Brät frisch ist. Und jetzt kommt's, warum muss die Weißwurst bis das 12 Uhr läuten, darf es nicht mehr hören? Ja. Weil früher hatte man keine Kühlmöglichkeiten. Das heißt, die Kühlmöglichkeiten waren so schlecht, dass das Brät, die Weißwurst hat es ja roh gegeben, dass das Brät sauer war. Und dann hat man gesagt, damit das die Leute da nicht mitschneiden, dann hat man gesagt, okay, dann muss bis um 12 Uhr gegessen. Leider bis heute noch drin. Bei mir gibt es die Weißwurst die ganze Zeit. Völlig blöd. Und auch in verschiedenen Variationen. Das werden wir ja jetzt ein bisschen erklären. Ja. So, was ist in der Weißwurst drin? Ja, Kalbfleisch muss drin sein. Aber ehrlich jetzt. Aber ehrlich. Weil also mehr Kalbfleisch wie Schwein, das ist klar. Also wenn es bei 51% bist, dann kannst du sagen, kälberne Weißwurst, dann ist natürlich Schwein drin, ein bisschen Fett muss auch rein, sonst hat es keinen Geschmack. Und dann kommt ein bisschen was vom Kalbsbackerl rein. Da siehst du aber so kleine Breckerl da drin. Ja, genau. Das ist Kalbsbackerl. Ein Wasser, das ist dann das Eis, das da rein gekuttert wird, damit das Brät auch bindet. Und dann hat ja jeder Metzger so sein Geheimnis, dass er sagt, na, die meine sind besser als die anderen. Und den Geschmack macht eigentlich nur das Gewürz. Und die meisten, die haben rein, ein bisschen Zitrone, und also Abrieb, und dann eben ein bisschen Muskat oder Martiusblüte. Und dann gibt es aber die eine Petersilie rein. Ja, muss schon. Ein Pfeffer oder so. Aber das Geheimnis lassen wir bei den Metzgern. Und das für uns ist nur wichtig. Das Schmecken. Das Schmecken. Also, ich gebe, wenn ich die Weißwurst warm mache, jetzt werden Sie sagen, der spinnt doch komplett. Jetzt kommt mit deinem Ingwer wieder scheiß Ingwer wieder daher. Genau. Aber der Ingwer hat einen leicht zitronigen Geschmack. Und den gebe ich jetzt da rein. Ja? So, ich habe so einen Löffel voll Salz nicht da, denn damit findet, findet kein Austausch statt. Wenn du es jetzt nur ins normale Wasser reingibst, dann geht da viel Geschmack von der Wurst ins Wasser rein, das brauchst du nicht. Ja. Und damit das nicht passiert, mache ich da ein bisschen Salz rein, dann bleibt der ganze Geschmack in der Wurst drin. So, und jetzt geht's los. Wie lang? Also, ich sage dir, wenn du die Weißwurst, mach mal langsam warm. Mhm. So, das ist wie wenn du in der Badewanne sitzt. Dann wird sie immer jetzt gefällt es mir aber so richtig. So, die Würst auch so. Und dann schwimmen die auf einmal nach oben. Dann kommen die so langsam nach oben. Mhm. Und wenn sie das Gefühl hast, die wollen raus, das zeigt dir die Wurst dann, und die sind schon im Prall, dann ist es. Machst du das Wasser zu heiß, dann platzt er auf. Jetzt würde ich sagen, was mache ich dann? Also, bei 68 Grad kannst du es wunderbar ruhen lassen, da platzen sie dich auch nicht auf. Ruhe also wenn du jetzt sagst, du kommst jetzt auf Weißwurst und ich sage, wann kommst du? Du sagst um 10 Uhr, jetzt kommst du um 9:15, 9:20. Ja. Dann, und ich habe es auf 10 Uhr fertig gemacht. Dann lass es bei 68 Grad drinnen und dann fällt dir die Wurst nichts. Aber ist natürlich klar, je länger eine Wurst irgendwo drin ist, und dann wird es oben so grau, dann ist immer so. Und nicht mehr und so prall. Deswegen so prall. Langsam warm machen und dann passt es. So, was können wir noch machen? Darf ich schnell was sagen? Mir hat einmal eine Hausfrau gesagt, sie tut die Wurst rein und wenn das Wasser sich leicht bewegt, weißt du, das Kochen anfangen, tue es weg und lass 10 Minuten ziehen. Geht genauso. Genau. Also, weißt, die Leute haben ja früher ein richtiges Gefühl gehabt. Das ist ja auch wieder ganz was anderes. Und was ich noch gerne reingebe, ist ein bisschen Zitronenschale. Es gibt ein bisschen eine Frische rein. Langt jetzt 2 oder 3, da kann man das gleich noch mit rein. Und so lassen wir es jetzt ziehen. Dann haben wir gesagt, dass wir noch was anderes anmachen. Also, jetzt einmal ist die klassische Weißwurst. Heiß gemacht. Ein Brezenstangerl und ein halbes Bier natürlich. Gell? Also nicht wie manch andere, ein Kartoffelpüree und ein Sauerkraut. Kannst du auch machen. Kennst du die Geschwollen? Die kennst du auch, oder? Na, freilich. Ja, das ist doch Kartoffelpüree. Zum Beispiel. Ja, das ist auch was Gutes. Ein Geschwollen ist ja komplett in Vergessenheit geraten. Schau, und jetzt habe ich da, einmal mache ich jetzt, das machen wir jetzt auf die Schnelle. Das heißt, ich mache jetzt eine gegrillte Weißwurst. Also eine gebratene Weißwurst, das wird so gesagt, spinnt der gebratene Weißwurst. Müssen Sie mal machen, wenn Sie jetzt grillen draußen, eine Weißwurst, ein bisschen einschneiden hier. Wie macht man das da? So einschneiden, so. Ach so, wie eine Grillwurst, ja, gell? Genau, das schmeckt sensationell.
ist ja klar. Warum schmeckt die gut? Weil der Weißwurst natürlich ein bisschen fettig ist. Und dann schmeckt die auch gut, weil so magene Würste schmecken nicht. Die haben jetzt so her. Du, aber Currywurst macht man da nicht draus, gell? Das bleibt schon Weißwurst. Ja klar, Currywurst ist wieder was anderes. Ne? So, ja, ja, das ist immer ein anderes Brat. Okay. Aber so, da ich sagen, ist das wunderbar. Und das schmeckt auch richtig gut. Gibst du mir mal die Flaschen, Hans, was Öl drin ist? Was Öl drin ist. Das ist wunderbar. Mache ich aber, damit es beim Transport nicht gleich schon rausgeht. Überschwemmt. Eigentlich macht man es vor der Sendung weg. Ja, aber manchmal ist es halt so, wie es ist. Okay. Den wir weg. So. Da gebe ich jetzt ein bisschen Fett rein, ein bisschen Öl rein und brate diese Wurst ganz langsam an. Gell? Ganz langsam. Aha. Und dann kommen noch, wenn es jetzt sagen, jetzt weiß ich nicht, was für eine Vorspeise das muss, gesund soll es sein. Ja, ja. Aber trotzdem muss eine Weißwurst dabei. Dann mache ich Weißwürste, die ich paniere. Ja. Und dann in Fett raus, also in Öl rausbrate. Und da gebe ich einen Salat dazu. Boah. Das zeige ich jetzt nochmal her. Schau her, das Ekel kann man uns vielleicht sparen. Und dann schneide ich solche schräge, schöne Scheiben runter. Gell? So. So, Adela. Los, Leuten. So, machen wir die auch noch dazu. Da zieht man aber die Haut runter. Gell? So ganz leicht. Hier vielleicht machen? Ja, da kannst jetzt du die Haut aber ziehen. Ja. Tun wir das ausschalten da. So. So, Adela. Oberziehen? Ja, vorsichtig. Wobei ich die Weißwürste, das muss da ich auch mal sagen, jetzt nur Action, immer, da immer, in der immer mit der Haut ist. Ich esse immer mit der Was, Haut. Was, mit der Haut? Klar. Du isst ja Currywurst auch mit der Haut, oder? Wenn's, ja, völlig. Also. Jetzt geh her. Jetzt zieh ich sie wieder ab. Jetzt für dich? Jetzt zieh ich aus. So, wir machen jetzt dann eine kleine Pause und machen in der Pause, also danach halt, wir machen jetzt, die Weißwürste sind fast fertig. Die brate ich an. Hier habe ich mir ein bisschen Chili-Kraut mitgebracht. Das ist eigentlich ganz normal, ein ganz normales Sauerkraut machen, wo man dann zum Schluss ein bisschen Apfelmus reingibt und ein bisschen milde Chiliflocken oder frischen Chili reinschneidet. Gell? Und hier, wie gesagt, das machen wir nur mal so Weißwurststradeln, einfach so oberschneiden. Die werden wir jetzt panieren, also wie ein Schnitzel halt. Du, die Ecken kann man doch vorher schon essen, weil die kann man nicht braten. Danke. Ja. Das ist in der Küche eigentlich immer so, wenn es dann zum Essen ist, dann hast du keinen Hunger mehr, weißt du, wie man noch gegessen hat. Ja, genau. Also wir panieren die dann in doppelgriffigem Mehl, damit es nicht klumpt. Dann ein bisschen aufgeschlagenes Ei habe ich da und ein paar Semibressel und braten das jetzt raus. Danach legen wir uns den Vogelsalat her, genau. Marinieren wir ein bisschen, aber jetzt machen wir zuerst eine kleine Pause. Ja. Ist geil. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. So, jetzt die Weißwurst haben wir angebraten. Zum Schluss habe ich ein bisschen, muss ich ein bisschen mehr Fett reingeben, weil da auf der Seite das natürlich das Panierte auch ein bisschen Fett drin muss. Und die Weißwurst, schauen wir her, sind doch wunderschön die gegrillten. Ja. Gingen auch schön. Schön langsam werden lassen, gell? Dann fällt da gar nichts. Die sind uns auch fertig jetzt, oder? Kann ich jetzt ohne essen? Natürlich. Ja, kann ich jetzt ohne essen? Hä? Das tust du halt raus aus dem Teller. Nach dem Motto. Ja, ja, genau. Du tust raus aus dem Ding. Lass dich nicht lang betteln. Genau. Jetzt. Schau her, darf ich mal anschneiden. Jetzt siehst du. Was wird ich überprüfen, ob es heiß sind? Schau her. Ja, das kannst du nicht vom Gast machen. Ja, ja, privat. Ja, so, privat. Privat. Jetzt pass auf, jetzt, ich habe da meine akademische Art. Schau her, jetzt hast du leider das schon weggeschnitten. Na warte, ich bring da rein. Ja gut, oder ich nehme das Ende hin. Nein, jetzt kriegst du nicht. Also pass auf, einmal muss ich es anstechen, durch die Haut durch, dann schneide ich es durch, aber halt nicht ganz, sondern einfach bloß, und dann trage ich es aus der Haut raus. Aha. Eine saubere Sache, akademisch, Senfall, ganz oder hin. Jetzt kommt der zweite Stück, schau her, wieder in die Schnittfläche. Schräg einschneiden, aber nicht ganz. Und dann wieder raustragen. Verstehst du das? Super. Das ist eine saubere Sache. Nicht geprobt, gell? Live. Das live. War live. Genau. Gut. Und die heiß sind sie auch. Danke. Bitte sehr. Das war's. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt sagen wir mal ein bisschen was her. Also normalerweise Weißwürst, okay, ich habe gesagt 68 Grad drin lassen, rausnehmen, die Teller immer schauen, dass die warm sind. Und zuerst ein Senf, schmeckt einfach, okay? Ja. Gut. Jetzt nehmen wir das einmal da her. Mhm. Jetzt oder, machen wir uns, hier habe ich einen Vogelsalat, einen Feldsalat. Tue ich den ein bisschen marinieren, da habe ich so ein Dressing gemacht, also ein bisschen Joghurt, ein bisschen Essig, ja, Salz, Zucker. Wie man heute halt so ein Salatdressing macht, spritze jetzt ein bisschen was drauf. Feldsalat oder Vogelsalat? Beides gut. Gut. Beides. Die Österreicher würden sagen Vogel und wir sagen vielleicht Feldsalat.
Wichtig ist, dass er schmeckt. Schau, diese Weißwurststreidel, siehst du das? Die lege ich jetzt da her. Da eins her. Da eins her. Das hat, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. So ein Gewicht. Ja, das, und du darfst, was ganz wichtig ist, du darfst die Weißwurststreidel nicht zu dünn schneiden. Mhm. Weil dann schmecken die nicht. Und für uns riecht jetzt halt her. Ist das nicht für uns? Das ist für uns. Aha. Zum Probieren dann. Ja. Wir machen ja praktisch ein kleines Buffet. Ein Weißwurstbuffet. Ja? Ja. Jetzt habe ich da ein bisschen ein Sauerkraut. Da habe ich zum Schluss ein bisschen Chili rein und ein bisschen einen Rahm habe ich ja mit reingegeben. Ja? Und eben auch Apfelmus. Das geben wir jetzt da her. Du und wem? Teller schön warm. Wacholder, Kiegel. Wacholder, Lorbeerblattl, du darfst alles so, wie man es macht. Das Ganze nochmal Sauerkraut, aber das zum Schluss so schmeckt. Ein bisschen einen Spritzer Rahm, ein bisschen ein Chili, ein bisschen Apfelmus. Gut. Die nehmen wir jetzt da drauf. Die gehen wir da her. Und die lassen wir jetzt für unseren Kameramann, für den Rudi über. Ah, vielleicht auch für den Hans, das kann das sein. Müssen wir uns überlegen noch. So, jetzt pass auf, die stellen wir da her. Vielleicht, dass man noch sagt, darf man jetzt eine Weißwurst mit oder ohne Haut essen? Ja. Ich esse sie prinzipiell mit der Haut. Denn eine Currywurst isst du auch mit der Haut. Ja, die Haut, also was ist denn die Haut? Na, Schweinsdarm. Und das kann man ohne weiteres... Den kann man da beißen, meine ich. Oder hast du ihn ewig als Kaugummi im Mund dann? Ich nicht. Komm her, Hans. Ja. Jetzt sage ich mal auf erste Mal vielen Dank. Geh da her. Doch, das ist dein Platz. Jawohl. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, und danke. Danke für die nette Sendung. Und jetzt schreiben wir da rein. Für den Hans. Schöne Schrift. Du hast ja noch mal nicht gesehen. Ja, doch. Das sieht man schon. Weißt, der Schwung, das kommt auch vom guten Kochen. Weil beim Schneien und so. So, da. Ganz schön. Ja. Also, das sind jetzt lauter. Ja. Die ersten 120 Seiten steht nur über Kräuter und Gewürze drin, Wirkungsweise und so weiter. Und dann hinten sind die Rezepte. Aha. Jedes Rezept hat ein Bild. Also wirklich, wenn es einmal langweilig ist, zum Nachbladeln, war es nicht schlecht. Kaffee kann man sagen. Und jetzt haben wir natürlich was, das fast unverzeihlich, was du jetzt gemacht hast mit mir. Das da? Das da. Das sind die Zeiten. Das sind halt die Zeiten. Naja, also, mehr sagen wir da gar nicht. Das ist die Zeit. Also das macht die ganze Weißwurst hin. Denkt man das zu? Gut, dass wir beide der bayerischen Sprache mächtig sind, weil ich normal killen sonst jetzt zum, zu der Weißwurst gehört ein Bier, ein Weißbier. Und eventuell, wenn man will, ein Brezen oder ein Brezenstangerl. Und was man noch machen kann, man kann das in kleine Scheiben schneiden und das dann da noch mit reinstecken. Dann hat man gebackene Weißwurststreidel mit einem Pfälzerlot und so gebratene Brezenstangerl. Jetzt kriegst du die Hälfte. Vielen Dank, du bist so guten Appetit. Und jetzt probieren wir einmal, Hans. Jawohl. Schauen wir uns das an. Gut. Das ist deine erste gegrillte Weißwurst. Ja. Du, sag ich dir was. Da muss ich nicht unbedingt ein Bier haben. Ja, nein, ich das weil Bier. Das ist jetzt so gut. Was? Also. Hexens ein Weihwasser. Nein, das darf man gar nicht sagen. Aber. Oder ein Weihwasser. Nein. Das darf man auch tun. Also, wenn einer schon zur Weißwurst einen Wein kriegt, muss ich schon sagen, sag mal, ist der ein paar Mal hingefallen. Na, warum? Ja, also das gibt Dinge, zum Schweinsbraten gehört ein Gnädel. Ja. Und nicht ein Topfensoufflé. Ja. Und zu der Weißwurst gehört ein Bier. Und nicht irgendein Krachal. Verstehst du? Ja. Oh, ja, Apfelschorle und was ist. Ja, das macht es halt wieder hin. Aber das musst du auch mal probieren. Schon, ja? Da musst du auch mal hin. Das musst du mal probieren. Ja. Mhm. Ja, das sind die gebackenen Weißwurststreidel. Da gehst du jetzt rein. Die sind paniert, wie der Schnitzel paniert. Schon, ja? So, innen schön, ja. Abschneiden. Das ist richtig gut. Na gut, so gut ist es auch nicht, aber das ist schon gut. Nein, man muss schon ein bisschen sagen. Das ist keine Rolle jetzt, hallo, gell? Ach so. Also nicht live jetzt. Muss jetzt echt sein. Nicht das musst du so, wie wenn es dir wirklich Spaß machen darf. Fonsi, danke, es ist wirklich gut. Ganz Servus. Ehrlich jetzt. Das freut mich. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, jetzt werden Sie sagen Weißwürst, aber wenn Sie die besten Weißwürste zu Hause machen, wird man täglich an Ihrer Tür klopfen und sagen, bitte, machen wir doch mal Weißwürst. Wie magst du das denn? Ob sie jetzt gebacken sind, gegrillt, oder ganz normal mit einer frisch aufgebrochenen Brezen oder Brezenstangerl und einem schönen Bier dazu am Kalten.
ist, in Bayern sagt man, es gibt nichts Besseres als was Gutes. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Servus, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner.